Hey meine lieben Leute, willkommen zu Baizu. Ein Game, was ich so gerne bekommen habe, auf jeden Fall. Danke für den Key auf jeden Fall. Genau. Pick up the camera and take a photo of the board. Mit E, mit links, mit links. Okay. Ich hoffe mal, dass es kein echtes Bild ist. So, photo of the crime board, okay. Play the VHS tape in the evidence room. Bin ich irgendwie ein Cop oder so? Würde ich so sagen, ne? Das ist nur die Frage, wo ist der Evidence Room? Ah, das sieht aus wie ein Evidence Room. Okay. Einfach süßes kleines Murmeltier, so heißen die Dinger, Bro. Okay, das Game hat ein paar Performance-Probleme, würde ich mal sagen. Weil ich hier nur 45 FPS habe. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, ich habe irgendwas geskippt, was ich nicht skippen sollte. Aber egal. Come out, Bella. Let's go check this house out. I think someone needs help. Also dieses Bodycam Feature ist schon ganz cool eigentlich. Schon mal sehr interesting uns auf jeden Fall. Let's try to find another way in. Oh, irgendwie ist die Tür auf. Who opened the door? Hello? Anyone home? Wo ist jetzt mein Hund hin? Da soll was sein. Hundebellen.mp3 sagt mir das wohl. Habe ich keine Taschenlampe? Wohl eher weniger. Someone definitely climbed through here and broke in forcefully. Maybe I could find more clues. Talented painter Jolly inspired her family to move into the heart of her nature. Painter moves in a new home. Ist das so interessant, dass man das in einen Newsartikel reinpackt? Also dieses Hundebellen.mp3 ist schon wild, muss ich sagen. Ja, warte kurz. Bestimmt finden wir noch einen Schlüssel. Ah, ich meine, da haben wir noch ein paar Türme, die wir ausprobieren können. Das ist eine gute Frage. War das hier oder wo war das? Keine Ahnung, du. Hallöchen. Ich hätte auch gerne eine Taschenlampe, da würde ich besser sehen können. Safe, ich hätte irgendwie eine Taschenlampe mitnehmen müssen, ne? Ich habe wieder nicht gesehen. Ja, sowas erschreckt mich wieder, oder wie? So dumm, ey. Mensch, das zieht doch hier. Also, ich dachte, erst irgendwas reingeschmissen. Da kriege ich es nicht zugemacht. Ah. Schlüssel. Ne, weil jetzt irgendwie nicht. Gibt's hier kein Licht oder so? Ah doch, da hinten. Fuck. I think fuses went off. Also ist das so? Flashlight in the trunk of my car. I should get it. Warum hast du denn nicht die Flashlight mitgenommen direkt? Was haben wir denn im Kofferraum? Wo ist denn das Warndreieck? Warnwesten? Können ja unterm Sitz sein, aber naja. What is it, Bella? Come here. Hey, someone there? Nein, nicht von so süße Bella. Damn, door's stuck. Maybe I could find another way in. Und hier keine Hintertürchen, wo ich rein kann? Sieht wohl nicht so aus. Ah, doch schon. Hey, Bella, Bella, come here. Where did you go, girl? It's coming from the basement. Bella, I'm coming. Bro, woher weißt du überhaupt, dass das Haus ein Basement hat? Der war doch gar nicht hier. I don't know what's happened. I can't remember half of yesterday. Boah. My family started acting strange near me. Did I do something? Ja, die Füße sind ja safe dann auch irgendwo im Basement, aber wo ist der? Ist das hier hinten vielleicht der Basement? Auf jeden Fall ist die Tür jetzt. Ist Basement. Na klar. So, wir kommen in Jumpscare Heaven. Burn Fuse. Hier geht's auf jeden Fall weiter rein. Ah, hier sind ein paar Fuses. Geht's jetzt? Ah, schön. Ich heimisch hier. Okay. Was haben wir denn da? Cameroid, okay. Ich denke mal jemand. Maybe I should take a photo of this.
I'll turn it into evidence, just in case. Ich war halt Bob Ross im Werk. Ah, komm. So. Sehr schön. Mhm. That sound is coming from upstairs. Bella, is that you? So, wir sind nach oben. Ist die Tür auf? Wo muss ich jetzt? Ich hoffe mal, dass nicht Copyright Strike. Weil an sich hört sich das ganz Neues an. Das heißt ja, dass so Copyright Strike an Yumi. Alright. Hallo? Ein bisschen weh im Auge, muss ich sagen. Danke sehr. Bro, warum gibt es so Workout-Sachen, also kann man so Kinderspielplätze-Sachen in einem, ja, Kinderzimmer? Mysterious Disappearance. Mhm. Hm. Da ist noch eine Tür, aber die ist auch zu. Aber habe ich bestimmt auch schon mal versucht aufzumachen. Warum ist meine Taschenlampe gerade so am Flicken? Am Flicken, am Flackern, bro. Der ist viel zu scary. For the sad and bad feelings, mom has changed and it makes me very scared. Her love used to make me happy, but now it makes me shiver. Dad says she's just tired, but I see he's scared too. Ah, bro, ich dachte erst dear dad, aber dear diary, bro. Last night I heard her talking to Nobi, she was whispering to the air. Like she thought someone was there, but no one was. I think she sees ghosts. Das hat mir jetzt immer noch nicht näher zum Schlüssel gebracht, oder? Ne, immer noch. Und so kleine Viecher hier. Oh! Hallo, darf ich bitte? Hör ich hier was? Wer bist du? Okay. Alles klar. Brauche ich mich hier auf jeden Fall Bekanntschaft zu machen. Ja, ist verrückt. Das kann nicht sein, warum erschreckt mich sowas? Also, erschrocken mich das jetzt nicht, aber so einen kleinen Shiver habe ich schon gehabt. Der guckt mich an, der Hund, ne? Hatten wir da. Ah ja. Ja, sei mal ruhig. Was ist das für ein Zimmer? Das ist doch kein normales Haus. Oh. Dafür bräuchte ich also den Schlüssel. Die Sachen sind zu. Dir geht's gut, ne? Ja. Sollte mal wieder aufgeräumt werden. Okay, so ein Game. Wie das also jetzt? Okay. Die Puppe ist weg. Die Gänge gehen immer nicht auf. Oh. Wie ist Edge Tape? Danke sehr. Das Flackern tut immer weh in den Augen, ey. Ich hab einfach sehr, sehr schlechte Augen oder keine Ahnung. Oh Mann. Na, hat jemand nicht gut nachgedacht. Oh, da sind auch noch welche. Hallöchen. Ihr folgt mir aber jetzt nicht, ne? Alright. Okay. Please wait. Ich warte mal. Ja. Ich höre irgendwas. Das ist jetzt vielleicht die Tür hier. Welche Tür war das jetzt? Die hier? Okay. Ich werde nur meinen Hund wiederfinden. Ne, da hinten wird geklopft, ne? Hier. Okay, aber die kriege ich noch nicht auf. Vielleicht mit irgendwas, was ich hier noch finde. Ich bitte raus? Ne. Was heißt raus? Rein natürlich. Oder? Die armen Vögel, die können auch nichts für. Ah ne, cool auf jeden Fall. Mhm. Ist das so ein Schlüssel? Darf ich den nicht aufsammeln? Hallo? Kann auch schon wieder nicht sein. Aber das ist auch ein neues Bild. Elle, sagst du? Jetzt auch mit weiß machen? Nee. Jetzt kriege ich den aufgehoben. Hm.
Komisch. Wofür ist denn dann der Schlüssel? Hier ist eine Tür, die wir noch nicht aufgemacht haben. Alright. Soll ich vielleicht mal mehr mit der Kamera vielleicht arbeiten? Vielleicht kriege ich dann Hinweise oder so. Und Tom hier einfach nicht rum, ohne was zu wissen. Ne, hier ist auch irgendwie nichts. Mann. Wo ist überhaupt mein Hund hin? Also die haben diese Mechanik einfach kurz aufgegriffen und dann haben die einfach wieder weggemacht. Oder die Tür in der Mitte, die man glaube ich auch noch nicht aufgemacht bekommen hätte können. Jo. Ach, ist ihm so, okay, ich dachte. Die Annabelle ob das leider finds you well. It's been a white since we last spoke. Since your mother's disappearance, the house taking on Kenny life it's all its own. But her voice and words and about late night. In a word, it's silent. In a word, it's silent, sorry. I catch snippets of her ladder. Only place I feel safe right now is my cabin in the woods. But even there I start to lose my mind. Was ist das wieder für ein Haus? Ich habe noch gar kein Badezimmer gesehen. Ich waschen sich die Leute hier auch einfach nicht. Das sind das ja Inder, hihi. Die Annabelle can't take it anymore. Ja, vielleicht ist ja, wo sind wir denn jetzt? Ist das irgendwie so eine Art Flashback oder? Jetzt hat die Musik einfach wieder aufgehört. Coole Sache. Was schreiben sie sich denn da auf? Gerne, aber can't do it anymore. I think I'm going mad. The voices, the shadows. Just can't. You can't. Forget all of this and move on with your life. Sorry about this. Goodbye. Love, Dad. Soll ich den jetzt hier irgendwo hängen? Oder? Oder auch nicht. Wo zur Hölle bin ich? Hallo? That's been a while since I've heard from you. You can't reach you on the phone. Seems like it's disconnected. Alternative is taking a toll on me. And I need to know that you're safe. I've recently moved to a new city to purpose my to pursue my studies. If a new phone number, so and so, please call me as soon as you can, anytime, day or night. Love, Annabelle. This house must have driven him mad. Maybe I could try calling Annabelle. She wrote her phone number in the letter. Oh, wir sind im Badezimmer. Eine extrem lange Wanne. Ah, Hundi. Bella? Warum sollte er was verstehen? Der Hund. Bella, it's me. Relax. Come here, girl. Bella. Okay. Wenn du meinst. Jetzt sehen wir hoffentlich auch mal ein paar mehr Badezimmer. Schon mal zwei gesehen. Wenn so gut wie das Haus ist, gibt's Safe 3. Was dann sich alles gelöst sein? Unten ist jemand da eine Tür zu. Oder darf ich einfach gehen? Nee, warte. Boah. Eine Telefon. Boah, wie laut. Okay. Hello? Who's this? Hello. I'm so glad you answered. I'm Detective Clay Christ. I've got a distress call from the house on Maple Street 22, but there's no one here, and something strange is happening. What are you talking about? After my mother disappeared, my father could not handle it, and no one lives in that house, and it's abandoned for more than 10 years. Is this some kind of joke to you? What? Mm-hmm. Am I dreaming? The house. It looks much older than before. Nee. Man, Hauptsache die Kerzen brennen noch. Wasserspender sieht aber sehr modern aus. Sieht nicht mehr so modern aus. Weiß ja nicht, ob ich hier noch duschen möchte. What is the meaning of this shit? Keine Ahnung. Muss ich vielleicht noch eine Kerze suchen? Oh, Junge, ey.
Da habe ich ganz gut gescannt, muss ich sagen. Auch wenn der war auch gar nicht laut so. Oh, dann bin ich das ja nächste, ne? Hast du erst angeguckt, Foxy, oder was auch immer du bist? Weißt du noch, ob ich gerade was gehört? Ach, geht die Tür nicht auf? Na, die Tür geht nicht auf. Ich bin so gut wie tot. Na sicher. Ah, da hinten kann ich vielleicht noch raus. Nee. Keller war glaube ich auch zu. Die Tür sieht. Ah ja. Geheimer Gang also. Okay. Hör auf zu schreien, ja. Hellraiser, bist du's? Eine abgebrannte Leiche oder? I hear something inside, but it's locked. Das Ding war mein Hund, ne? Oh, hier liegt auch noch eine Leiche. Coole Sache. Von hier komme ich, ne? Oh. Schlüssel. Immer hier fördern. Bella! Here you are, girl. I was so worried. Let's get the fuck out of this place. Ja, der richtig Enthusiasmus auf jeden Fall. So hier lang schlendert. Wie sollen wir denn jetzt hier raus? Jetzt einfach auf? Was? Hä? Oh! Die... Oh. Fuck. Bro, ich hab das Ding aber nicht verstanden, ey. Darf ich bitte nochmal versuchen? Bin jetzt auch tot. Wenn er survived, but you died. Ending 2 von 4. Dann haben wir es auf jeden Fall fürs erste Mal. Wie immer, also ich fand das Game. Also diese Hundemechanik, die hätten wir ein bisschen mehr machen müssen. Aber sonst fand ich das Game eigentlich ganz cool. Grafik bisschen alt, aber ja, geht fit für so ein Indie-Game. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like. Abo, Glocke, Details wieder. Wünsche einem wünschen Tag. Dann sehen wir uns und ciao, Leute.